Wir sind wieder im Sportbereich, im Hockeybereich. Jan-Marco Montag ist bei uns, Weltmeister, Europameister, Olympiasieger und vieles mehr. Und Matthias Grossmann von Blau-Weiß Köln. Schön, dass ihr immer noch bei uns seid. Und wir haben ja schon ein bisschen über euren Verein gerade gesprochen. Wir wollen ein bisschen mehr über Hockey mal ja, grundsätzlich sprechen. Die Entwicklung in Deutschland, vielleicht auch, nee, ruhig mal an dich die erste Frage gestellt von Blau-Weiß Köln. Du bist schon so lange in diesem Vereinsleben mit dabei. 2006 der große Boom. Viele werden sich daran erinnern können. Ja, da war nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft, da war eben auch diese grandiose Hockey-Weltmeisterschaft. Hat man das so im Verein selber auch wirklich gemerkt oder war das irgendwie von der Mitgliederzahl ähnlich wie vorher? Nee, das, also jetzt genau Statistiken der Mitgliederentwicklung 2006 habe ich jetzt nicht präsent, aber es ist auf jeden Fall ein Hockey-Boom nochmal entstanden. Es hat viele Vereine auf jeden Fall nochmal neue Mitglieder beschert und das auf jeden Fall eine gute Wirkung gehabt. Und es ging ja auch in den Folgejahren weiter mit Olympiasiegen, der Herren, der Damen und weiteren Titeln. Also insofern würde ich weiter von einem boomenden Hockeysport sprechen. Mitgliederzahlen bleiben, ich würde mal sagen, wachsen leicht in Deutschland. Immer noch? Ja, jetzt? Ja, ein bisschen. Okay. Und auch bei uns im Verein. Wir haben einen Riesenzulauf, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich. Sind insgesamt bei 14 Mitgliedern. Und also Hockey ist weiter sehr erfolgreich. Ich gehe nochmal, da du ja fragtest, oder schon länger dabei. Ich habe 1972 angefangen, Hockey zu spielen, auch kurz nach einem... Wie geht das mit 40 Jahren? Bitte? Mit 40 Jahren, 1972, genau. War damals auch schon so der erste große Moment im Hockeysport mit dem Goldmedaillensieg in München. Das hat viele eben auch veranlasst, dann mit dem Hockeysport anzufangen. Ja. Gehen wir die Staffel mal weiter an Jan-Marco. Wir zeigen mal ein paar Bilder gleichzeitig auch, ein paar Fotos und auch ein paar Bewegtbilder von diesem Hockeyfinale Deutschland gegen Australien. Du warst auf dem Platz, ich war direkt daneben. Das war ein ergreifendes Spiel. Es war so... Ja, wie gemalt alles, oder? Man spielt gegen Australien, den Favoriten, liegt 1-3 hinten und macht dann kurz vor Schluss noch das 4-3 im eigenen Land. Zum ersten Mal in einem richtig großen Stadion vor so viel Zuschauern. Was nimmst du mit von diesem Erlebnis nach wie vor? Ja, also das war wirklich unglaublich, muss man sagen. Man sieht ja gerade hier die jubelnden Fans. Also das Stadion ist wirklich aus allen Nähten geplatzt. Anfangs haben die Leute vielleicht noch nicht so damit gerechnet, wie weit wir kommen oder dass wir so weit kommen. Aber es ist ähnlich, wie es auch 2006 bei der Fußball-WM war. Wir wurden echt von den Fans getragen. Und wir lagen 3-1 im Halbfinale zurück und da haben schon einige gedacht, oh je. Und dann schießen wir ein etwas glückliches Tor, so einen schönen Lupfer von Björn Emmerling, kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, und dann Christopher Zeller mit seiner extremen Leistung von der Mittellinie alleine durchgegangen und schießt das entscheidende 4-3. Ich war der erste Gratulant, der da war am Platz und es war einfach ein unfassbares Gefühl. Was hat sich für dich persönlich geändert von diesem Zeitpunkt an? Ja, natürlich tritt man irgendwie noch selbstbewusster auf, wenn man jetzt den Weltmeistertitel im Repertoire hat. Aber im Grunde genommen hat sich so persönlich für mich jetzt hat nicht... Hat sich finanziell nicht da auch ein bisschen was geändert? Ja, doch, natürlich, hat sich generell nach der WM auch einiges geändert im Hockey. Ich meine, wir sind da jetzt immer noch nicht in den absolut hohen Rängen wie beim Fußball oder beim Handball oder sonst irgendwo, aber trotzdem hat sich da schon einiges getan. Adidas ist mit im Hockey eingestiegen, was wirklich für den Hockeysport ganz toll war und wir sind da auf einem aufsteigenden Ast und durch den guten Background im Hockey, glaube ich, werden wir dann auch ein bisschen weiter nach oben klettern. Kann man als Hockey-Bundesligaspieler, kann man gut leben von dem Gehalt? Ich sag mal so, es ist ein guter, also jetzt als Nationalspieler hat man sehr vernünftiges Gehalt und kann sein, oder man sollte sich darauf konzentrieren, sein Studium nebenbei auch noch gut zu absolvieren. Also man hat nicht ausgesorgt. Nee, das leider nicht. Nee. Ja, es ist auf jeden Fall interessant, sich über diese Sportart zu unterhalten. Hockey, was habt ihr für ein eigenes Empfinden, für ein eigenes Gespür? Wird sich da nochmal was bewegen? Hängt das sehr mit der deutschen Nationalmannschaft auch zusammen, mit dem Abschneiden von der deutschen Nationalmannschaft, was mit dem Hockeysport auch in Zukunft passieren wird in Deutschland? Ja, auf jeden Fall. Das, was in den Medien natürlich berichtet wird, sind die großen Turniere, ja, sind Olympia, Weltmeisterschaften. Aber da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen, auch wenn die Nationalmannschaft bei der letzten Weltmeisterschaft nicht so toll abgeschnitten hat, aber das wird in Zukunft auch wieder kommen. Wir haben eine tolle Jugendarbeit. Es gibt wirklich viele Menschen, die komplett hinter dem Hockeysport stehen. Diese Hockeyfamilie, die wir schon angesprochen haben. Und die wächst nach wie vor. Und ich glaube, dass wir da auch nach wie vor Potenzial haben.
trotzdem braucht es natürlich auch die Leute, die dann mal sagen, okay, Fußball ist schön, aber vielleicht gibt es auch noch andere schöne Sportarten. Ich bin selbst Fußballfan, aber trotzdem ist es mit Sicherheit auch schön, mal ein Hockeyspiel zu gucken. Ganz kurz nochmal nachgefragt, du bist jetzt Spielertrainer bei Blau-Weiß. Ja. Irgendwann dann auch eine richtige Trainerkarriere schon anvisiert? Ja, schwierige Frage. Also eigentlich bin ich gelernter Immobilienkaufmann und studiere gerade nochmal BWL. Du hast was Seriöses gemacht. Ja, wenn man das seriös nennen kann. Aber ich studiere gerade nochmal BWL und werden mal sehen, wo das in Zukunft hinführt. Fährt jetzt nochmal in den USA sein für ein Praktikum und danach schauen wir mal weiter. Klingt alles sehr spannend. Jan-Marco Montag, der mir in 3 Jahren erzählen wird, wie er als erfolgreicher Trainer in der Bundesliga Blau-Weiß Köln trainiert, und Matthias Grossmann, ebenfalls von Blau-Weiß Köln, waren bei mir zu Gast. Vielen, vielen Dank für den Besuch. War sehr nett. Vielen Dank. Danke.